In diesem Video erfahren Sie, wie Sie das Infotainment-System in Ihrem Auto über Sprachsteuerung bedienen können. Die Sprachsteuerung kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Lassen Sie uns zum Beispiel eine Adresse finden. Drücken Sie zuerst auf die Sprachtaste am Lenkrad. Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen Befehl. Die Spracherkennung funktioniert am besten, wenn Ihre Befehle den Empfehlungen auf dem Bildschirm entsprechen. Navigiere zur Adresse am Hauptbahnhof, Frankfurt am Main. Werden mehrere Treffer gefunden, können Sie auf dem Bildschirm die richtige Adresse auswählen oder Zeile 1 sagen. Um eine Routenführung zu starten, sagen Sie einfach Los. Sie können auch eine Sehenswürdigkeit suchen, Ihre Lieblingsmusik von einem verbundenen Gerät abspielen, den Radiosender wechseln oder einen Kontakt von Ihrem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon aus anrufen. Sie können den Namen einer Domain sagen, beispielsweise Navigation, um mehr Informationen zu erhalten oder um weitere Möglichkeiten und Empfehlungen zu sehen. Wussten Sie, dass Sie die Spracherkennung nach Ihren persönlichen Vorlieben individuell einstellen können? Scrollen Sie auf dem System-Einstellungsbildschirm nach unten und tippen Sie auf Sprachbedienung. Hier können Sie entscheiden, wie oft die Spracherkennung Ihre Befehle bestätigen soll, wie detailliert sie ist oder wie schnell das Audio-Feedback erfolgen soll. Sie können auch den Tutorial-Modus deaktivieren, der die Hilfeinformationen auf dem Bildschirm anzeigt. Wir wünschen Ihnen eine sichere und angenehme Fahrt.